So, Friends, es ist Zeit, dass wir endlich dort anfangen, wo alles begann, mit Final Fantasy, dem ersten Teil, dem Original in Häkchen Remake. Und wir spielen die Game Boy Advance-Version aufgrund der Tatsache, dass es die einzige Version ist, die eine deutsche Lokalisierung bekam. Und ich mag es sehr gerne, wenn Spiele deutsche Lokalisierung haben. Das sage ich immer wieder. Deutsche Lokalisierung in Spielen sind einfach übelst großartig und ich bin super traurig, dass die PSP-Version von dem Spiel keine deutsche Lokalisierung bekam, weil die sieht nochmal besser aus als das hier. Nichtsdestotrotz, das hier ist besser als nichts und es wird einfach Zeit. Es wird Zeit, dass der Final Fantasy-Kanal Deutschlands endlich mal Final Fantasy spielt und nicht einfach immer nur das Final Fantasy, was gerade rauskam. Also möge das Projekt jedes Final Fantasy plus Spin-Off spielen wir durch starten. Entsprechend. Folgt dem Kanal, falls ihr Final Fantasy möchtet und mögt und Nier und alles andere, was Square Enix betrifft. Shoutout an mein Regal da hinten, das einfach sämtliche Spiele besitzt. Los geht's mit einem neuen Spiel. Ich würde das, glaube ich, tatsächlich einfach so lassen. Das ist der Einfachheit halber einfach. Wir nennen ihn einfach mal Chris. Sehr gut. Wie nennen wir den Dieb? Komm, der Dieb ist Link. Wo habe ich das I? Heiler ist Freaky. Ich hoffe, das passt da rein. Okay, das wird zu knapp. Wir müssen dich leider Freaky nennen, ohne E und H. Das passt da sonst nicht rein. Freaky und... wer ist der Schwarzmagier? Björn ist der Schwarzmagier. Weil er einfach immer mit seinen krassen Zeichnungen übelst geilen Shit aus dem Hut zaubert. So. Das Streamer- und Mod-Team ist bereit, sich in die Untiefen von Final Fantasy aufzubrechen. Los geht's. Die Welt ist von Finsternis umhüllt. Winde erstarben. Die Meere tobten. Die Erde ist faul und verdorben. Relatable Content. Genau hier. Doch aus einer Prophezeiung schöpfte man Hoffnung. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Das war's, los geht's. So schnell kann's gehen, Alter. Oh mein Gott! Es ist einfach Final Fantasy. Okay, der erste Teil. Remake. Für alle, die es nicht wissen, das erste Final Fantasy erschien ja auf dem NES, genannt Final Fantasy, und sah dem hier ähnlich, wenn auch nicht ganz so hübsch. Und das erste Remake erschien sogar schon relativ zeitig danach. Für den Wonderswan, der aber, glaube ich, nur in Japan herauskam. Aber dieses Remake wurde dann ebenfalls auf die PlayStation geportet, als Final Fantasy Origins, als Final Fantasy 1 und 2, mit Final Fantasy 1 und 2. Und das Ganze wurde für die Vita geremaked im Remake.
Das war dann alles, sah immer noch so aus, aber halt wesentlich hochqualitativer. Und dann gab es das Ganze nochmal für den Game Boy Advance, was dann halt letzten Endes so aussieht. Und das hier ist essentiell die alte WonderSwan PlayStation-Grafik. Die PS Vita-Version hat, wie gesagt, keine deutsche Lokalisierung, weswegen die für mich relativ uninteressant war. Ja, und das hier ist die erste Version, die tatsächlich deutsche Sprache bekam. Daher die Hoffnung ist da, dass Square sich irgendwann nochmal erbarmt, die PSP-Version auf dem PC zu porten mit deutscher Sprache und dann ist alles super. Oh shit, habe ich Vita gesagt? Ich meinte PSP. Wenn immer ich Vita gesagt habe, meinte ich PSP. Ich hab das Retail auch da. Ich kann's euch... Warte, ich bin Final Fantasy-Fan, ich beweise es euch. Hier. Ich hab das Original auch hier, okay? Es ist nicht so, dass das nicht so wäre. Ich habe sogar einen Cloud-Amiibo, den ich mitgebracht habe, um mein Fan-Dasein noch ein bisschen zu festigen. Also, can't say I didn't try. So. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Stadt Cornelia. Willkommen in der Stadt der Träume, Cornelia. So, das erste, was wir machen werden, ist, die Textgeschwindigkeit zu erhöhen. Der Rest passt. Ah, wir können laufen, das wusste ich gar nicht. Das ist ziemlich cool. So, was sagt sie jetzt? Das ist noch langsamer als vorher. Je kleiner die Zahl, desto schneller der Textlauf, okay. Ah, perfekt. Seine Majestät ist verzweifelt auf der Suche nach den legendären Kämpfern des Lichtes. Haltet ein! Sind das Kristalle in euren Händen? Bitte folgt mir zum König! Ein bisschen leiser machen hier. Reisende! Ist es wahr, dass ihr die Kristalle euer eigen nennt? Die Prophezeiung Lukens. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Majestät, ich würde nichts überstürzen. Wir haben keine Gewissheit, ob es sich tatsächlich um die vier Kämpfer aus der Prophezeiung handelt. Doch, wie kann ich diesen Wink des Schicksals ignorieren? Just in diesem Augenblick stehen vier Kämpfer vor meinen Augen. Ihre Kristalle sind mir Beweis genug. Kämpfer des Lichts, ich flehe euch an. Meine Tochter, Prinzessin Sela, ist entführt worden. Garland, einst Ordensritter unseres Königreichs, entführte ihre Majestät und streckt seine gierigen Hände nach dem Thron aus. Er hält sich im nördlichen Chaos-Tempel versteckt. Unsere Bemühungen, Prinzessin Sela zu befreien, scheiterten kläglich. Keiner unserer Ritter kann sich mit Garland messen. Mir kam zu Ohren, dass euch eure Reise in den Norden führt. Die Brücke zum nördlichen Kontinent ist seit langem eingefallen. Sollte es euch gelingen, Sela zurückzubringen, werde ich den Bau einer neuen Brücke anordnen. Mögen euch eure Kristalle schützen. Yes, los geht's. Wenn ich für eins zu haben bin, dann ist das Prinzessin retten. Was man vielleicht auch noch anmerken sollte, ist, dass Final Fantasy 1 bis 3 circa noch nicht die krassesten Stories hatten. So, Final Fantasy ist ja schon für Storytelling und so bekannt und so epische Geschichten und so weiter. Final Fantasy 1 bis 3 fallen da noch ein bisschen raus. Die sind noch sehr basic. Das liegt aber auch daran, dass sie halt mit zu den Anfängen des JRPG-Genres gehörten. Deswegen, ja, nicht wirklich die Nöte für eine krasse Story hatten. Gesegnet seien die Kristalle. Warte mal kurz. Ich möchte, glaube ich, als Geschwindigkeit mindestens eine 2 haben. Dann müsste das auch gut sein. Ja, so ein bisschen Text erscheinen hätte ich schon gerne. Das sieht nett aus. Ich bitte euch, rettet die Prinzessin. Oh, was geht mit dem versteckten Zwerg hier ab? Unser ehrenwerter Weise, Lucan, brach auf, um einen Halbmond zu finden.
Cool. Haben wir Geld? Ah, oh, wir haben 500 Gilden. Na, dann können wir, kann's ja losgehen, Alter. Hey, Alex. So. Dann haben wir noch Fokus. Und Schlaf. Ich glaube, Schlaf ist ganz, ganz cute. Flächenangriff gegen Untote ist erstmal nicht so wichtig, glaube ich. Steigert Abwehr. Und steigert Ausweichfähigkeit wohl. Ach komm. So. Hört man eigentlich das Klicken? Das hört man tatsächlich. Okay, dann sollte ich das vielleicht nicht mehr machen. Super nervig, Alter. Okay, ausgerüstet habe ich 4 davon. Der Dieb braucht nichts. Der ist stark genug. So. Okay, ausgerüstet haben wir davon 1. Was für Klicken sehe ich da? Das hier. Also mein Mikrofon hat zumindest einen leichten Ausschlag. Daher gehe ich mal davon aus, dass man das tatsächlich gehört hat, wenn ich das mache. Jetzt habe ich mir so viel Shit gekauft, dass ich mir keine Potions mehr leisten konnte. Aber das ist okay. Ich kann auch... Also zumindest was das Klicken angeht, ich kann auch mit dem Stick spielen, das ist nicht so wichtig. Rüsten wir uns kurz mal aus. Perfekt. Okay, cool. Ich glaube, Zauber ausrüsten muss ich tatsächlich nicht. Das ist automatisch. Auch mega witzig eigentlich, dass ihr das machen müsst. So, das sagt halt auch keinem einer. Normalerweise würdet ihr jetzt halt echt einfach loslaufen. Einfach draufgehen. So. Das Spiel ist übrigens auch schwer, habe ich das gesagt? Das Spiel ist nicht einfach. Und Final Fantasy 1 bis 3 sind übrigens auch noch richtige Turn-Based-Spiele. Das bedeutet, das hier ist noch rundenbasiert. Nicht so wie ab 4 bis... 9. Das war dann ATB, das ist was anderes als rundenbasiert tatsächlich. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, jemand hat einen Guide offen und kann mir einfach sagen, was ich machen muss, weil dieses Spiel ist sehr obskur. Man merkt, dass es halt 1980 irgendwann gemacht wurde. Und ich weiß so halb, wo ich lang muss gerade, aber ich werde irgendwann einfach nicht mehr wissen, wo ich lang muss. Und das wird relativ baldigs passieren, daher... Soll ich parallel schauen, sagt Freaky? Bitte gerne. Erinnert mich, dass man in einem random Schloss eine random Wand geben musste, um ein Key-Item zu finden. Ja, das ist, wird gleich super weird schon. Also du musst gleich zu irgendeinem NPC, der irgendwas richtig Stranges von dir haben möchte. Und das zu finden ist halt auch wieder so eine Nier-Aufgabe, Alter. Ist die überhaupt richtig? Das ist der Altar der Erde. Früher konnte man noch tiefer hinein, aber seitdem die Erde anfing zu faulen, nicht mehr. Ah, das sieht nicht gut aus.
Ein bestialischer Verwesungsgeruch steigt von der Erde auf. Dann gehen wir wieder. Sicher ist sicher. Hier muss man nämlich, glaube ich, eigentlich noch nicht rein. Das ist noch nicht so der Weg. Da müssen wir hin. Ach ja, die Game Boy Advance Version sowie die PSP Version haben, glaube ich, beide diesen irgendeinen neuen Tempel, der super krass schwierig ist. Und natürlich werden wir da auch durchlaufen. Kann ich bitte da rein? Oh mein Gott. So, ich bin gerade mal so frei und heile meinen Dude hier. Außerdem ihn. Das war's. Die anderen verdienen keine Heilung. Endlich ist meine Zeit gekommen. Wenn dem König etwas an dem Leben der Prinzessin liegt, wird er mir Cornelia mit all seinen Reichtümern überlassen müssen. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ah, verstehe. Ihr seid Handlanger des Königs. Ich hoffe, ihr wisst, mit wem ihr euch angelegt habt. Aber genug der langweiligen Worte. Mein Schwert soll an meiner Statt sprechen. Warte, stand das da? Weiß ich nicht mehr. Ich hab Magie? Würde ich gerade sagen. Was ich damals bei den Final Fantasy Spielen immer am coolsten fand, war die ganzen Zauber- und Heilspells zu nutzen, weil die einfach immer mega schön aussahen. Ah, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Oh. In der GBA-Version gibt es 4. Bonus-Dungeons, die PSP-Version hat auch einen 5. Lichter. Okay. Ja, dann haben wir bei der PSP-Version leider Pech gehabt, außer ich spiele die einfach simultan nebenher. Und das werde ich halt einfach mal nicht tun. So. Ach, ich habe keine MP mehr. Tja. So viel dazu. Los geht's. Dann hauen wir einfach drauf. Und schon haben wir gewonnen. Halt, das Coole an den alten RPGs ist, also das Coole, du musst halt echt mit jedem NPC reden, den du findest, weil irgendwo ist ein NPC, der dir sagt, was du machen musst. Aber das auch nur sehr kryptisch. Was ist nur passiert? Seid ihr meine treuen Retter? Ich bin Sela, Prinzessin von Cornelia. Bitte begleitet mich zum Schloss. Mein Vater wird euch danken und sich erkenntlich zeigen. Wie lange dauert ein durchschnittlicher Playthrough von Final Fantasy IX? Final Fantasy IX ist tatsächlich richtig lang. Das kann locker 40 bis 60 Stunden dauern. Also, das ist nicht kurz, Mann. Okay, nie habe ich an eurem Mut und an eurer Tatkraft gezweifelt. Ich und mein gesamtes Königreich sind euch zu Dank verpflichtet. Nun besteht kein Zweifel mehr, dass ihr die Kämpfer des Lichts aus Lukens Prophezeiung seid. 4 Kämpfer mit 4 Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Auf dem nördlichen Kontinent gibt es einen Kristall, dessen Glanz erloschen ist, so sagt man.
Stellt den Glanz des Kristalls wieder her. Es ist die einzige Möglichkeit, das Böse auf ewig zu verbannen. Wie versprochen ist der Bau der neuen Brücke bereits angeordnet. Geht nun und erfüllt diese Welt wieder mit Licht, meine tapferen Kämpfer. Wartet! Diese Laute ist seit Generationen im Besitz der königlichen Familie. Garland hat sie bei meiner Entführung entwendet. Sie soll euch gehören.